Und daher habe ich mich dazu entschlossen, dass ich denke, dass keiner von euch liest. Moin Moin und herzlich willkommen, ich bin Dennis und das ist noch nicht Dice. Ich habe heute sozusagen meinen Urlaub einen Tag früher beendet oder zwei Tage früher beendet, um mich schon mal wieder ein bisschen um die Sendung zu kümmern beziehungsweise den Start der nächsten Staffel ein bisschen mit voranzutreiben, die sechste mittlerweile. Und ich wollte für die erste Folge was vorbereiten und zwar habe ich bei Facebook gefragt, Leute, schreibt mir doch mal bitte, was war euer Lieblingsbeitrag bei Dice? Und zwar zwei unterschiedliche Beiträge, einmal normaler Beitrag und einmal Tutorial. Und ich wollte einfach nur wissen, was waren eure Lieblingsbeiträge? Und ich habe extra drunter geschrieben, PS, bitte direkte Beiträge nennen, sowas wie alles mit Pinseln oder warum machen wir Bad Raps, sind wirklich nicht hilfreich. Ja, und da habe ich gedacht, das hilft vielleicht, vielleicht kriege ich auch eine Antwort. Ich bekam Antworten, aber Leute, nehmt das bitte nicht persönlich, ich werde auch eure Namen rausblurren, aber das war einfach zu lustig, was ich für Antworten bekommen habe. Würde sehr gerne einen Infinity Bad Trap für Anfänger sehen, eventuell mit etwas Kontrast zu gängigen Sci-Fi-Systemen. Oder wie wäre es mit einem Bret Hart, zum Beispiel Conan oder Rise of the Kage. Die News fand ich immer am besten. Mehr Videos vom Bemalen einer Figur, mehr Tipps, wie man sich helfen kann beim Bemalen und so weiter. Wie wäre es mit etwas Vergleichbarem wie War Machine Hordes mit anderen Systemen? Mir hat der Beitrag zu X-Wing gefallen. Oh ja, dann war tatsächlich doch noch jemand da, der gelesen hat, worum es ging. Ah, ich hoffe, ihr könnt meine Verzweiflung verstehen, wenn ich sage, sowas hilft mir nicht weiter und die Leute lesen nicht mal, sondern schreiben einfach irgendwas drunter. Ich bin euch nicht böse, ich fand das nur gerade unfassbar witzig und deswegen mache ich das Video in der Hoffnung, dass ihr mir zumindest zuhört, wenn ihr mir schon nicht, wenn ihr schon mindestens nicht liest, was ihr braucht. Also, ich bitte euch da draußen, Leute, ich möchte wissen, was waren eure Lieblingsbeiträge von Dice und ich möchte direkte Beiträge wissen. Also zum Beispiel der Beitrag zu diesem Review hat mir gut gefallen oder der Beitrag zu diesem Thema hat mir gefallen oder das Bemaltutorial hat mir gefallen. Nicht sowas wie alle Reviews. Alle News, alle Bemaldinger, mach mal mehr davon. Leute, das hilft mir wirklich nicht weiter. Es ist zwar witzig, wenn ihr sowas schreibt, aber ihr wollt ja auch einen guten Content bekommen. Und da bin ich tatsächlich von euch, auf euch angewiesen. Und wenn ihr es nicht macht, kommen einfach meine Top 5. Ich werde jetzt einfach mal mich auskurieren. Ihr hört, ich bin ein bisschen durch den Wind und auch ein bisschen erkältet. Deswegen werde ich jetzt hier aufhören und werde all den Leuten da draußen ein bisschen Kraft mal gar geben, die ja keinen Bock haben zu lesen. Das Schöne daran, aus dem Urlaub zu kommen und krank zu sein, ist, dass man einige Sachen auf die lange Bank schieben muss. So wie zum Beispiel den vierten und letzten Gewinner des Dice Adventskalender Gewinnspieles. Und gewonnen hat Thomas Schnitzler. Herzlichen Glückwunsch, du bekommst ein Dice-Shirt und kommst in den Recall. Der finale Gewinn kommt in einem eigenen Video in den nächsten Tagen. Ich hoffe, ihr habt bis dahin etwas Spaß, indem ihr euch einige von meinen kleinen Videos anschaut. Das links ist ganz schön. Oh, und das rechts. Ach, das ist toll.